Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zum nächsten Part von Dragon's Dogma 2. Frisch geschlafen und wir legen direkt weiter los hier. Ich habe gerade gestartet, sehe meinen geilen Charakter und irgendwer labert mich hier schon wieder an. Ich werde meine Kräfte aufspannen. Ich weiß halt nicht, kriege ich da jetzt einen zweiten oder was? Oder anheuern. 31R. Wie viel habe ich? Nee. Wir bleiben erstmal bei einem. Wir bleiben bei unserem Bruder Jakob, den wir uns gestern erstellt haben. Oder heute Nacht. Moment. So, hab nochmal oben FPS-Anzeige angemacht. Ach, dieser Charakter. Einfach nur geil. So. Was müssen wir machen? Wir müssen zu Mevin oder wie diese Stadt hieß, ne? Kann man hier eigentlich irgendwie die Quests nochmal irgendwie angucken? Wenn man jetzt vergessen hat. Aufträge. Genau, du hast gehört, dass der Drache Melve angegriffen hat. Mach dich auf den Weg zum Dorf und sieh dich aus. So, jetzt sehen wir da eine kleine Markierung. Priorisieren. Ja. Zur Karte. Jetzt sehen wir da so eine Markierung zur Karte. So, wo könnte das jetzt... Achso, das ist markiert. Also es wird doch zumindest jetzt, diese Quest wird zumindest angezeigt, wo ich ungefähr hin muss. Okay. Also das heißt, wir müssen jetzt hier links weg. Was ist das hier? Ist das ein Fluss oder was ist... Oder was ist das hier? Hä? Das ist die ganze Karte oder was? Hä? Ja, aber ich... Hä? Warum ist das so? Egal. Keine Ahnung. Wir lassen doch erstmal alle so, wie es ist. Und wir müssen jetzt hier links raus. A treasure chest. Hä? Hey, yo. You're a soldier. Also alles labert mich hier an, wenn ich hier so ein Horn von Monstern. We've had to start sending out. Is that tatsächlich, wer ist Lachlan? Aber ich wage zu behaupten, dass sie ihn gegen ihn. Ja, das erwarte ich jedenfalls. Wer wurde denn in diese Richtung geschickt? Ricardo, um ehrlich zu sein, mache ich mir um ihn ein wenig Sorgen. Where did Harpies report in that area? Harpies? I can't handle those beasts. Ah, jetzt gibt wahrscheinlich die Quest, dass wir den Typen finden sollen. Ich will ihm helfen, aber wir können nicht einfach unseren Posten verlassen. You seem sag, stout, ihr scheint ein schlechtes sein. Would you be willing to go in our step? Natürlich, wir nehmen alles an, mein Dank. And Ricardo's as well, I'm sure. Okay. Du kannst aus deinen angenommenen Aufträgen einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf deiner Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann er dich zu deinem Ziel führen, okay? Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an, es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können, und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du dann... Okay. Das ist ganz cool. Wir gehen jetzt auch nochmal... Ich würde mal sagen, das ist eh diese Hauptquest, die wird ja nicht weggehen. Wir nehmen jetzt direkt... Guck mal, da läuft sogar eine Zeit ab, da, also da ist so eine Uhr. Das heißt, wir priorisieren jetzt das... Und er zeigt da auch ungefähr an, wohin. Ja, aber warte mal. Hä, wieso? Ah, da unten. Aber es ist doch jetzt rechts rum, ne? Also hier raus, ne? Ja, okay. Let's go. Raus hier jetzt. There's a ladder here. Digga, er sagt mir alles. Er sagt, es ist eine Schatztruhe, hier ist eine Leiter. Also FPS, keine stabilen 60. Schade eigentlich. Es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann und ihre Effekte variieren, je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden. Wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an den Befehl zu gewöhnen, ist, die Reaktion des Handeln deines Vasallen verschieden zu beobachten. Los! Weiß Vasallen an, um mich von dir zu handeln, während... okay, ist klar. Zu mir, ist klar. Halt, ist klar. Hilfe, Unterstützung, Heilung. Hey! Fuck, kommt er denn her? Es geht direkt hier los. Guck mal, er macht hier was. Jetzt warte ich mal. Ah, schön, komm, verbrenn ihn. Perfekt. Geil. Bestienhaut. Sehr geil. Ah, die FPS, ne? Aber gut, was könnte ich noch ändern? Ich will am liebsten konstant diese 60 FPS haben. Ganz kurz nochmal für alle, wir können vielleicht so ins Vorspulen. Also ich will schon gute Qualität, das muss schon so sein. Das Einzige, was wir noch ändern können, wäre zum Beispiel Mesh. Die Qualität der Meshs. Wobei, das will ich schon. Texturen will ich auch. Gras und Baum. Qualität rechenintensiverer.
Ach, guck mal, dann ist das Feuer weg. Nee, das wollen wir schon. Hier, Schattenqualität. Da bin ich immer einer, der sagt, ob die jetzt so rund sind. Da können wir mal wenigstens... Wir gehen mal einen runter bei Schatten. Dynamische Schatten, Kontaktschatten. Und wir gehen... Wo ist denn Raytracing? Ich weiß nicht, ist das so? Ach, kann ich gar nicht ändern. Okay. Ja, wir gehen mal Schatten einen runter. Vielleicht reicht das ja schon. Keine Ahnung. Aber es hat jetzt auch nicht geruckelt. Wir kriegen das schon. Ich bin mit der Performance. Heutzutage muss man damit zufrieden sein. Es ist einfach so. Ich habe da einen gehört. Ja, hier sind überall Gegner. Fehlen. Komm mit. I would have preferred not to have to. Komm her, Junge! At least I know I am up to the challenge. Oh mein Gott. Was ist er denn hier? Scheiße. Ey, du. Also das Einzige, was mich echt aufregt, dass es kein Ausweichen gibt irgendwie. Das stört mich so ein bisschen. Was ist er denn hier? Ich fehl dich. Bam! Bam! Oha, er hat so einen Heilzauber gemacht. Wir werden hier richtig geheilt. Oh, der hält einiges aus, der Junge. Jetzt ist er verbrannt. Immer noch Musik. Das heißt, hier muss immer noch ein Gegner sein. Und nochmal schön reinstechen. Bam! Oh mein Gott. Kleine Art Finisher. Ich hätte sogar gerne What the fuck? Einfach mal High Five. Hä? Ui. Wie geil wäre das denn gerade? Okay. Können wir eigentlich schwimmen? Putting that aside, we've not counted a thief among our number for some time. Ach so, da links sind die Befehle. Zu mir, mein Junge. Immer alles einsammeln. Ich muss mal ganz kurz Heizung ausmachen. Ich habe heute Morgen Heizung angemacht, aber jetzt wird es gerade zu warm. So, bin wieder da, weiter geht's. Okay, hier sind also überall Gegner. Zack. Pam. This wound is proof of my negligence. I will protect you. Oha, ich wurde von hinten. Was hat er denn für eine Waffe, Alter? Bam. Okay. Bruder Jakob ist aufgestiegen. Hä? Okay, also immer wenn man dann an ihn lang geht, macht er irgendwie automatisch High Five nach dem Kampf. Auch cool. Kann man eigentlich... Ja, okay, man kann so ein bisschen klettern. Also mir gefällt die Grafik doch echt gut, muss ich sagen. Warte mal, hier ist eine Truhe, what the fuck? Ey! Wer? Wo kommst du denn her, Junge? Stech dich ab! Zack. Besackt. So, hier ist eine Truhe. Gibt es denn... Also da bin ich mal gespannt, ob es auch richtig neue Schwerter und alles gibt. Ich weiß es nicht, ich hoffe doch, ne? Ja... Ja, wohl kommen, ne? Aber bisher noch nicht ein anderes. Sammeln. So, wir müssen weiter. Da vorne wird zumindest auf der Karte angezeigt. Ich weiß gar nicht, gibt es Fall Damage? Oh mein Gott, what the fuck? Wie geil sah das denn aus? Ja, es gibt Fallschaden. Ey, da hinten ist er am Kämpfen. Wir müssen ihn retten. Ich komme, Bruder. Helft ihm! Auf! Hä? Wir sind irgendwie so. Scheiße, er ist tot oder was? Kam ich zu spät? Scheiße, greif! Stirb! Ey, was willst du denn? Komm runter! Ah! Okay, Schwächungen sind negative Status mit Effekten wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffs. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch auf Feinde zugefügt werden. Was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächen zu Rate, um mehr Informationen... To sleep!
Tutorial-Logbuch angucken. Auf welchen Knopf? Hä? Schwächung. Ah. Wenn ein kleiner Feind zurückweicht, dann kannst du ihn aufheben. Das haben wir ja schon. Ja, da kann man drauf, während du RT berührst. Du kannst ihn klammern. Okay. Schwächung. Schwächen sind negative mit... Ja, das haben wir doch. Keine Ahnung. Egal, ich muss aufstehen. Hä? Ach so! What the fuck? Warum weck mich auf, Junge? Danke. Was sind das für Viecher, Alter? Komm her! Zack, schön abgeblockt. Direkt rein in die Schulter. Jetzt reinspießen. Weg mit dem Ding. Heilen. Können wir uns wieder heilen? Hey. Also FPS sind aber konstant auf 60, wenn ich da gerade reingucke. Das ist ganz gut beim Kampf. So, hier rein, heilen, wieder abklatschen. Is that all of them? Ja, vielen Dank. Ich hätte die Dekadion niemals unheimlich besiegen können. Ich wurde gerade erst rekrutiert. Als ich dachte, dass dies mein Ende sein könnte, war ich gelähmt. Diesmal habt ihr mich gerettet, aber so ein Glück werde ich nicht immer haben. Ich muss mehr trainieren, bla bla bla, ja. Dann mache ich mich wohl auf den Rückweg. Perfekt. Ey, gib mir eine Belohnung, du Hund. Erstatte Fehlbericht. Also wir könnten jetzt zurück... Er sagt auch, sollen wir berichten... Wir könnten jetzt zurück, kriegen wir vielleicht eine Belohnung, ne? Wir könnten auch einfach weitergehen. Vielleicht gehen wir sowieso irgendwann wieder zurück, aber ich denke mal, wir holen uns mal die Belohnung. Also ich hoffe mal, da gibt es irgendwas. Wir gehen mal zurück. Ich vergesse immer hier diese Explosion zu machen. Hier, guck mal. Geil, Alter. Aber wir haben jetzt eine Viecher. What the fuck? Was soll der jetzt gehen? Aber ansonsten haben wir nur bisher das und dieses Fehlen. Also sonst haben wir noch nichts. Wir können einen nehmen. Wir können verteidigen. Können das wegstecken? Ja, bist ja sonst noch nichts. So, da sind wir auch schon wieder. Das war... Hey, old friend! Die Dinger gehen auch immer automatisch los, Vielen Dank, dass ihr gerade gesprochen. Es war eine Erleichterung, ihn an einem Stück wieder zu sehen. Das war's wohl. Der arme Tropf wäre womöglich nicht lebensgekommen, wenn ihn nicht eingegriffen. Er war noch ein bisschen zu früh für ihn, um richtig den Kampf zu beschreiben. Wir werden seine Ausbildungszeit verlängern. Könnten jemand mit eurer Erfahrung? Nein. Ah, 1000 Gold und Lampenöl. Naja, besser als nichts, würde ich sagen. Und Bruder Jakob ist aufgestiegen. Und wir wahrscheinlich dann auch, oder was? Abgeschlossen. Okay. Hey, what the fuck? Was ist. Achso. Jo. Das heißt, jetzt müssen wir wieder. Stopp. Falscher Knopf. Jetzt müssen wir wieder das andere priorisieren. Okay, hat er automatisch. Was haben wir da jetzt bekommen? Lampenöl, Laterne ist voll. Ja, genau. Irgendwann wird es ja auch Nacht, ne? Aber sonst, wir haben noch nichts hier an Klamotten, ne? Also nichts Neues bekommen jetzt, ne? Aber warte mal, wenn wir aufgelevelt sind... Aber es gibt nicht sowas wie Talente, ne? Wann kriegen wir denn neue Sachen? Warte mal, hier? Kann ich jetzt hier Stärke oder sowas vergeben? Ne, das gibt's alles nicht bei dem Game, ne? Explosion. Ah, guck mal. Ne, Kernfähigkeiten... Vielleicht kommt das noch. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir so einen Punkt vergeben können, weil wir aufgestiegen sind. Wir gehen erstmal wieder weiter. So. This ladder looks sturdy enough to climb. Was hat er denn mit seiner Leiter, Mann? Ich sehe keine. So, hier war mal kurz ein Drop auf 48 FPS. Kurzer Ruckler, aber... Alles im Allem bin ich eigentlich zufrieden. Oh mein Gott! Die Bewegung. Oh mein Gott, das war einfach ich in echt, wenn ich gelaufen bin. Oha. Er gibt mir sofort Ausdauer. Hä, wie geil. Also das war perfekt, dass ich den Vasallen erstmal als Magier gemacht habe. Das wird er den jetzt sehen. Scheiß Goblins, Alter. Vorsicht, hinter dir. Oh. Und greif auch noch. Wäre schon geil, wenn du hilfst, Bruder. Du bleibst hier. Ah, du kleiner Lacker. Jetzt haben wir ihn. Die Attacke ist immer mächtig, Alter.
Hey, warte mal, können wir die Äpfel nehmen? Tatsächlich. High five. Hä? Okay, das war jetzt ein Fistbump. Das sind nicht die Toten. Gleich dazu scheint die Lust für das Sammeln von Zutaten zu sein. Ja, haben wir doch schon. Alles gut, Bruder. So, wo laufe ich überhaupt hin? Ich muss da nach links. Kurz nochmal auf die Map gucken. Ich muss nach links. Ich muss hier irgendwie rüber. So klettern kann man ja nicht, ne? Nee. Also Zelda-mäßig. Müssen wir einmal rum hier um den Berg. Ja, ja, ich bin schon wieder erschöpft. Scheiße, oder hätte ich jetzt vorher irgendwo... Hätte ich irgendwo rüber gemusst? Warte mal, hier ist eine Brücke. Ah, okay, wir gehen einfach der Straße nach. Wir kommen da gleich hin. Da hinten? Ja. Zack, einmal runterrutschen. Ne, also grafisch, wie gesagt. Sieht ganz gut aus. Ist kein Meilenstein. Performance-technisch ist immer mehr drin. Oh, warte mal. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Warte mal, so eine Bogenschützin dazu? Ich probier's jetzt mal. Aber ich will den anderen behalten. Keenan. Gutherzig. Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock auf 1000 Leute, die da so rum. Are you fit to travel? Then let's not do. Wie machen sie? Ich hab sie mal. Okay. Also wir haben dann wirklich zwei. Und jetzt könnte ich noch mehr. Komm her. Hallo. Very well. I shall return. Warte mal, kann man das töten? Yo, hält mehr aus wie der Gruppe. Was kriegen wir da raus? Bestien. Hä? Pray, have patience with me, Master. I've shared all I know. Entfernen. Ah, okay, man könnte die jetzt auch sofort entfernen. Ihn können wir nicht entfernen, ne? If I learn of a matter that requires your attention. Okay, ihn haben wir jetzt also immer. Hä, hey, what the fuck? Wer kommt da denn jetzt? Take me as your shield, Arisa. Noch eine! Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand. Oha, Stufe 6. Achso, weil ich auch Stufe 6 bin. Ja, guck mal, Details Erwecker Alex. Na gut, wenn ich das jetzt mache, habe ich die Gruppe voll, oder? Ja, komm. It'll be an honor to serve by your side. Mehr sind immer gut, oder? Aber ich kann auch wieder... Vasallenaufträge sind Aufgaben, die dein Hauptvasall jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und Belohnung. Okay. Wenn es mir zu viel wird, tauche ich einfach durch hier drauf und dann entferne ich das einfach. Auch wenn ich dann umsonst diesen Dings ausgegeben habe, ist mir scheißegal. Weil es wird halt sehr unübersichtlich. Mag ich eigentlich nicht so, aber allerdings, Unterstützung ist immer gut, ne? Und ich werde hier bestimmt noch Unterstützung brauchen bei dem Game. So! Also wir haben hier ein paar Flicker-Grafikfehler. Aber ansonsten erstmal alles in Ordnung. Wo müssen wir denn jetzt lang? Also eigentlich müssen wir jetzt da links rüber, aber ich sehe hier ein Haus. Und ich will alles erkunden. Da ist irgendwie ein Haus oder sowas. Warte mal, wie kommen wir denn da hin? Okay, wir müssen erst rüber und dann können wir zu dahin. Okay. Nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Wo bin ich? Boah. Ja. Das Ding ist, das Spiel ist dafür gemacht, dass man hier mit drei Leuten rumläuft. Warum kann man es dann nicht Koop spielen? Richtig dumm, meiner Meinung nach. Sehr, sehr große vergebene Chance. Genauso wie Elden Ring und so. Diese großen Open-World-Abenteuer, die sind doch genau dafür gemacht. Und es ist einfach nicht drin im Game. Nächste Cutscene. Vom Drachenfeuer verwüstete Festung. So, this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Ja. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. Vielleicht wird ein Spaziergang durch die Straßen euer Gedächtnis auf die Sprünge helfen. When the Arisen appears, so too does the dragon.
In Anbetracht der jüngsten Flut an Monsterangriffen wird der Ochsenkarrenbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. It is an immutable truth of this world. I quite agree. Hä? Dauernswerter Erweckter. Hä? Das war's jetzt? Also ein Händler auf jeden Fall. Was kann man denn da so kaufen? Berüchtigter Kerkerschlüssel. 3000 Gold wollt ihr haben. Ein Schild? Dass jeder Erzmagier beim Lesen wird der Zauber große Donnermine gewirkt. Okay. Ja, aber guck mal, wie teuer das ist. Ring der Aggression? What the fuck? Ja gut, kann ich mir eh noch nicht alles leisten. Können wir denn irgendwas verkaufen? Ja gut, so Klimperkram, aber ne, wir behalten erstmal alles. Hope to see you again. Naja. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Also die reden immer mal wieder mit mir, okay. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Okay, hier ist nix. Got to fix this up proper. Breaking things is a lot easier than fixing them. Ja, das stimmt. Das ist so geil. Hast du dein Schicksal vergessen, deinen Auftrag? Nein, habe ich nicht. Wir kriegen immer wieder so Dinger reingeballert. Digga, die Beine. That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Wo ist mein Magier? Wieso hilft er mir nicht? Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Hä? Aber wir sehen jetzt nochmal den Angriff, oder was? Hä, hey, what the fuck? Eine... Ah, wir sind jetzt einer dieser Soldaten, oder wie? Oh. Oh mein Gott! Alle brennen. Angriff! Er stampft! Ich hab ihn! Kann ich auf ihn draufklettern? Oha! Drauf da auf den Jungen! Ja, wie geil! Hoch, 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 hoch! An seinen Kopf! An seinen Kopf! Oh mein Gott, wie geil ist das bitte! Ich werde ihn jetzt reiten und zähmen. Und jetzt rein in den Körper! Mam! Das ist das Mädchen von eben. Kurz vor der Sequenz. Yo. Fall einfach ab. Komplett verkohlt. Geil. From this moment forth, thou art arisen. Charge. Ah, okay, so wurde ich der Erweckte. Okay.
wieder, was hier passiert ist. Weil ich mich den Kampf gestellt habe, keine Ahnung. Ja, wir leben noch, obwohl unser Herz weg ist. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Okay, sehr cool bisher. Thank goodness. Wie fühlt ihr euch? Das ist das zweite Mal, dass ich so über euch gewacht habe, nicht wahr? Ja. Das zweite Mal? Ja, wir haben es ja gerade gesehen. Tun wir so, als wenn wir es nicht wissen? Nein. Wir wissen es. Save your thanks. Zum Gericht zu geben. Schließlich ist eurem Mut zu verdanken, dass ich heute lebe. Wer hätte nicht zwischen mich und diesen Dachen eingesprungen, bla bla. Ich weiß, ihr habt deswegen gelitten, kein Plan. Euer Herz nicht schlagen hören. Es war ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Ich bin wohl erweckt worden, genau. Ich bin nämlich ein Erwecker. Aber ich sage mal, ich erinnere mich an nichts. Tut mir leid, es zu hören, obwohl ich nicht behaupten kann, dass ich überrascht bin. Eure Verbrennungen hätten euch mit Leichtigkeit und ohne Umschweife töten können. Unzählige Menschen wurden getötet. Ihr müsst tatsächlich etwas Besonderes sein. Ja? Jeder Mensch ist was Besonderes, ne? Ja, das bin ich. Has he come for you? We are to part so soon, then. Schade auch, dass unser Charakter nicht redet. Ich hasse das immer. Warum sind diese Hauptcharaktere immer stumm? Das ist schwachsinnig. Take care. Marison. Was will jetzt diese Grenzwache von mir? Ah, excellent. You must be the one. You match myself. The ruler of Vermont. Der Herrscher von Vermont, der seine Hauptstadt genießen, würde in dem diesen Dorf zum Erwecken. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here. Though I doubt the man. Would you be willing to accompany me? Wärt ihr bereit, mich zur Hauptstadt zu begleiten? Oh, ja, natürlich. Forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it. Sir Leonard was. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I. Yes, I'm guessing so. Sehr wohl. We may benefit from the information. Ah, jetzt kommen sie wieder. Wir haben einen Lazarus Steinsplitter. Sprich mit Leonard. Betritt Vernoff. Vernworth. Fernworth. There's a ladder here. So, Leonard. Ah, excellent find. Jemand mit eurer Leiter. Wo ist denn hier eine Leiter? Verdammte Scheiße. Ach, tut da wirklich eine Leiter. Warte mal, gucken wir hier, was hier so drin ist. Drachenwehr. Können wir irgendwas sneaken? Wahrscheinlich nicht. Dann geh weg. Egal, wir gehen zu Leonard. Der ist hier drin. Leonard, mach auf, Junge. Okay, keine Ladezeiten. Well met. Meine Katze. You're the one who saved. Ihr seid derjenige, der Ulrikas Leben gerettet hat, nicht wahr? She jawohl, die haben alles darüber erzählt. Ich stehe in eurer Schuld. Ulrika, now, tell me, Tochter für mich, nun sagt. Seid ihr bei einer Gilde? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you... Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take... Okay. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Ah, jetzt kann man hier so mit der Laufbahn, wo man sich dann entscheidet. Ich habe ja am Anfang Krieger gewählt. And should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Should you dedicate yourself, try them as you like. Das Angebot ablehnen? Very well. There is no wrong choice. Falsche Wahl. But I shan't take up any...
Die Meisterlehre ist die mächtigste Fähigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen, erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahn hoch genug ist. Moment long awaited. Okay. Du hast von den verschiedenen Laufbahnen erfahren. Bin wieder aufgestiegen. Hier im Gossel bieten wir auch Laufbahnänderungen an. Ich habe so wenig Gäste wie ihr, dass ich beide Rollen übernehmen kann. Aber genug von mir. Braucht ihr etwas? So, wir könnten jetzt rasten. Wir könnten Lager verwalten. Einlagern, entnehmen. Okay, wir könnten ihm jetzt was geben. Laufbahngilde, Laufbahn wechseln. Laufbahn wechseln will ich nicht. Ich behalte dies, Krieger. Aber was ist das hier? Alle Arten von Laufbahnprozeduren können in der Gildenhalle einer Laufbahngilde vorgenommen werden. Laufbahn, hast du eine Laufbahn freigeschaltet, kannst du jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahn freizuschalten erfordert Disziplin, die gesammelt wird, indem du Gegner und Aufträge. Achso, das heißt, wenn ich jetzt Krieger habe, nehme jetzt aber Dieb, dann kann ich jederzeit zwischen Dieb und Krieger wechseln. Wenn ich die Fertigkeiten gerade brauche für einen Sneaky-Kampf, kann ich auf Dieb wechseln. Oder was? Verstehe ich das zumindest. Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fertigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten erlauben, wie dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Fertigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfertigkeiten sind von dem Moment an, in dem sie erworben werden, einsetzbar, aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor sie benutzt werden. Dies sind spezielle Fertigkeiten, die nur voneinander speziell... Okay, verstehe ich erstmal. Fertigkeiten ablegen. So, das sind ja die, die ich habe, ne? Ah, ne, warte mal. Ach, jetzt kann ich hier... Ah, jetzt können wir hier neue holen. Ah, okay. Also, wir haben die Kernfähigkeiten. Sogar da gibt es neue. Ah, okay. Und hier sind die Laufbahnen, ne? Das heißt, wir könnten jetzt eine neue Laufbahn. Das heißt, ich könnte dann auch mal wechseln auf Bogenschütze. Wenn ich mal auf Bogenschütze Bock habe. Aber irgendwie müssen wir jedes einzelne hochleveln. Ihr seht das da. Rang 2 sind wir jetzt Kämpfer. Also, Magier habe ich gar keinen Bock drauf. Ich hasse so Magier. Ich mag schon Nahkampf. Wir nehmen auch erstmal nichts. Wir lassen auch erstmal. Aber wir können uns jetzt hier zum Beispiel... Also wir haben hier diese Explosion. Die ist ganz cool, aber irgendwie habe ich das noch nicht wirklich am Gange. Wir haben hier Himmelshieb. Springt während eines schräg nach oben gerichteten Hiebes. Tiefer Angriff. Ah, das ist halt für fliegende Ziele. Okay. Schildschlag. Versetzt einen gewaltigen Schlag mit einem Ziel. Okay. Schildruf. Nutzt ein Schild als Krachmacher und lockt so umstehende Ziele zu euch, okay. Will ich nicht unbedingt. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Wirft Attacken mit beeindruckender Macht auf das Ziel zurück. Gegner verbrauchen keine Ausdauer, wenn es... Drücke im richtigen Moment. Achso, parieren! Warte, ich gucke nochmal das Video an, habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich gelesen habe. Das ist so eine Art parieren im richtigen Moment, okay. Hauerschleuder. Die Klinge beschreibt einen großen Bogen und schleudert leichtgewichtige Ziele... X halten. Ah, dann lädt man das so ein bisschen auf. So, was haben wir hier noch? Erhöht deine physische Verteidigung. Okay, das ist eigentlich immer gut, ne? Das ist immer gut. Ah, warte mal. Wir können sogar ihm. Ah, guck mal. Okay, das ist geil. Wir können sogar, aber nur ihm. Diesen anderen beiden nicht. Also man hat immer so ein Hauptding. Sogar den können wir jetzt quasi mehr Attacken geben. Ah, okay. Aber erstmal reicht, dass er die Brand hat. Wir könnten ihm noch fokussierter Blitz geben. Ja, aber nee, nee. Ah, wir könnten ihm sogar auch eine andere Laufbahn geben. Nee, 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 aber wenn, dann natürlich verbessern wir erstmal mich. Die Frage ist, diese DP, soll ich die jetzt ausgeben oder soll man die irgendwie sparen? Nee, kann ich ruhig mal machen, ne? Aber was holen wir uns jetzt? Holen wir uns echt diesen Himmelshieb? Digga, was er für eine Rolle macht. Guck mal. Das würde bestimmt geil aussehen mit meinem Charakter. Ja, komm, wir nehmen mal das. Ja. Ach, DP ist Disziplin. Ja, klar, ausrüsten. Jo. Okay, so lassen wir es erstmal. Könnt noch mit ihm reden. In my line of business, hat er noch patience irgendwas? Is key. Always a pleasure. Okay. Aber das will ich jetzt gleich mal ausprobieren. Einmal raus hier jetzt. Oder, ja, ne? Sind wir fertig hier, ne? Aber warte mal, eine Truhe? Ups. Falscher Knopf. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Es ist cool, dass sie ein bisschen was quatschen dazu. Wie gesagt, ich finde es immer noch unverschämt,
1000 Spiele, Indie-Spiele, alles auf Deutsch übersetzt, solche Sprachausgabe. Und hier so ein Mammutprojekt von Capcom, nur auf Englisch. Ist immer ein bisschen schade. Bin ich denn jetzt hier? Warum bin ich hier? As a matter of fact, every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of framed specials. So this is where you've been. Wie seid ihr also gewesen? Kommt mit mir zum Eingangsdorf, der Wachleiter wartet auf euch. Let us speak with everyone we can think of who might know or to use. Warte mal, jetzt hier, Attacke. Was muss ich drücken? Hier, Himmelssieb. Boah, der geht ab. Okay, cool. This might be worth a read. Okay. Ja, chill, chill. Ich pack ja schon meine Waffe weg. Warte mal, hier sind noch Ausrufezeichen auf der Map. Guck mal. Ah, das sind neue Quests wahrscheinlich, ne? Wollt ihr in die Offizin? Ich störe euch wohl im Weg. Bitte entschuldigt vielmals. Was ist das für ein Kind? Oh nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ihr müsst euch wegen mir keine Sorgen machen. Ich bin eine Drogeristin in Ausbildung, wisst ihr? Meine Familie betreibt einen kleinen Laden. Ich höre von Medikamenten, bla bla bla. Well, it will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Aber was soll ich denn? What? Ich biete Hilfe an. Was? Das würde ich tun? Ich würde das Medikament natürlich. Seid wirklich sicher, aber ich würde... Okay. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst im Inventar des Effekten oder dem der Vasallen... Ach, die Vasallen sammeln auch ein. Okay. We could make the fruit from them ourselves. Or simply purchase some at Rune's apothecary here in Wir könnten das Frucht selbst machen. At last, it all becomes clear. Ja, okay, dann. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robbery? Oh, well, if you do pick. Ja, warte mal, wie Gegenstände? Ja, aber was muss ich denn kombinieren? Okay, das können wir anscheinend nur mit dem Apfel. Ist das das Arzneigetränk? Ja, guck mal, Rezept benutzen. Aber das wird alles nur so. Egal, was wir da benutzen, wird ein Arzneigetränk. Ist das aber jetzt das, was wir brauchten? Warte mal. Hallo again, Sir. Say. Du besitzt nicht die Lieferung. Have you brought some Fruchtmedikament. Liefere eine beliebige Art von Medizin aus, die aus Frucht... Eine beliebige Art? Die habe ich doch gemacht. Ja, das war doch das, was ich gemacht habe, oder nicht? Well, if you do pick some up. Aber warte mal. Ein Nährstoff, das ist ein ganz... Das ist das doch. Warte mal, nochmal. Ich glaube, ich habe das jetzt gerade erst erhalten, ne? Ey, ich will nicht den Brief lesen. Hello again, sir. Say. Nee. Have you... Oh, well, if you... Also auf jeden Fall... Benutzen, geben, wegwerfen. Kann mit keinem Gegenstand im Inventar kombiniert werden. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir es doch kaufen. Ach, hier ist wieder so ein Runending. Ja, aber wofür ist das noch? Ja, wir haben ja... Keine Ahnung. Warte mal, hier ist noch ein Ausrufezeichen. Noch eine Quest. Ja, aber wo ist der? Muss ich die Leiter hoch oder was? Hä, warte mal, lag da ein Buch? Nee. Wir gehen hier mal hoch. Hey, wie geht man eine Leiter? Wow, er ist wie die Gonzales. Kann man eigentlich alles kaputt machen? Müssen wir noch höher? Die Kamera ist so nah, ne? Obwohl ich schon... Ich habe ja auch volle Pulle schon. Ah, warte mal, eine Truhe. Kampfbogen, okay. Hä, aber wieso ist da noch ein Ausrufezeichen? Hier oben ist doch keiner. Ja, wieder runter.
This is a powerful weapon. A single bolt loose from it would carry tremendous lethal force. It's not how we use this, but when that counts. I imagine it would be most beneficial. Guck mal, ihr seht ein Ausrufezeichen? Ja, da hinten ist sogar auch ein Ausrufezeichen. Aber hier ist nix. Also, da oben war keine. Lol, er rutscht runter. Das verstehe ich gerade nicht so wirklich. Aber egal, wir gehen jetzt mal zum Händler. Ob der jetzt so ein Ding hat. Welche Markierung ist es denn? Hier drin oder was? We ought to put it to good use. Ah, well met. Here for some fruit, Robert. Ja, genau, das wollen wir haben. Hat er denn sowas? Ist es das? Ein bisschen gerade dran. Digga, 600! Scheiße, Mann. Aber wieso konnte ich es nicht selber herstellen? Ist es denn noch das wirklich? Jetzt klicke ich das und... Na komm, jetzt kaufen wir es für die kleine Göre. Hab's ihr versprochen. Do come again. Ja, we ought to bring this to the one expecting it. Ja, ja. Sie schickt genau vor dem Laden, aber ich muss... Say, have you ja, haben wir jetzt hier. So this is what it looks like. Was kriegen wir jetzt von ihr? Brilliant. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. Okay, aber wir kriegen 100 Gold und Ring des Hochgefühls auf einmal. Erst sagt sie, sie hat nichts und dann kriegt man doch was. Irgendwie ein bisschen komisch. Würde ich mir mehr Realismus wünschen. Was haben wir denn bekommen hier für einen Ring? Wo ist denn der Ring? Also wir haben jetzt einmal hier auch den Bogen. Kann man den jetzt irgendwie... Ach, den können wir nicht ausrüsten, weil... Warte mal, geben. Ah, wir können jetzt sogar den Bogen... Warte mal. Okay, das ist interessant. Erstmal jetzt kurz den Ring. Ein von Macht erfüllter Ring erhöht ein klein wenig die maximale Gesundheit. Rechte Hand, linke Hand. Ja, ein bisschen Gesundheit ist immer gut, ne? Zack, rein in Olga. Aber wartet mal. Jetzt gerade mal interessant gewesen hier. Wir können jetzt die anderen durchswappen. Und er hat jetzt zum Beispiel hier 114 Stärke mit dem Bogen. Und wir haben ja gerade einen Bogen eingesammelt. Wie viel ist der? 125. Das heißt, ich kann jetzt so geben. Gehe auf Keenan. Gehe wieder auf Keenan und sie legt jetzt natürlich den... Hä? 114, 114? Ach, sie hat dann trotzdem 114 oder was? Ist das der gleich? Wenn der sich einfach geändert wird, werden die zuvor ausgerüsteten Gegenstände an den Meister des Versailles zurückgegeben. Und alle neu ausgerüsteten werden dem Meister des Versailles geschenkt. Ah, okay. Okay, 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 ich verstehe. Der, den ihn erschaffen hat, den gehört das dann, okay. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Aber wieso können wir den Bogen jetzt... Scheiße, jetzt ist der Bogen. Können wir den jetzt wieder nehmen? Jetzt habe ich den da bei ihr drin. Welcher war das? Der? Ja, geben wieder mir, okay. Weil die anderen Sachen kann ich mir nicht geben. Hä, wir könnten das aber mir geben. Hä, wieso das? Lol, einfach mal die Dings gesneakt. Hä, wir können uns 1000 Dinger nehmen. Aber die anderen Sachen nicht. Ich will endlich mal eine Rose haben. Bruder Jakob hat das Gewand, ist klar. Okay, also wir können... Ja, wir brauchen unbedingt mal neue Sachen. Das haben wir drauf. Status. Wo ist unser Ring? Sieht man gar nicht beim Charakter, ne? Aber den Ring haben wir drauf. Laufbahn. Alles gut. Okay.
Aber gut zu wissen. Warte mal, da unten. Kammer bewegen, untersuchen, Waffenfertigkeit. Haben wir es mal alles. Wie gesagt, da sind jetzt drei Ausrufezeichen. Wieso sind hier jetzt drei Ausrufezeichen? Wofür sind diese Ausrufezeichen, frage ich mich. Obwohl hier gar keine Menschen sind. Gucken wir mal. Ach, oder sind das die Leitern? Weil der gesagt hat, ohne Leiter. Und dann ist das da, oder was? Weil da oben waren wir ja gerade schon. Aber warte mal, da ist eine Truhe, habe ich gerade gesehen. Also das ist cool, dass hier überall was ist. Also es lohnt sich jetzt auch mal hier überall rumzugehen. Dreschende Glut, Fahrt des Windes her, der Blitze. Oh mein Gott, wir haben irgendwelche Zauberbücher gefunden. Let me get that. Und sie sammelt irgendwie was ein. Wir können überall hoch, das ist cool. Kurz mal einen Überblick verschaffen. Aber warte mal, was haben wir da jetzt für Bücher? Guck mal. Ein Grimori, dessen Lektüre Zauberweg. Selbst wenn der Leser der Magie nicht mächtig ist. Was? Also selbst wir könnten das jetzt machen, oder was? Großer Salamander, weg den Feuerzeug. Selbst wenn der Leser nicht mächtig... Also alle drei können wir die jetzt... Wie können wir die jetzt... Wenn ich das jetzt einmal benutze... Ja, das wäre ja Unsinn, oder? Warte mal. Oh mein Gott! Hä, wie geil! Aber ist das Buch jetzt weg, oder haben wir das jetzt... Okay, es ist dann weg. Hä, wie dumm. Hä, ein Einmalzauber, aber wofür ist das dann? Dass ich einmal Feuer machen kann? Einmal Eis, einmal... Hä, wie dumm, irgendwie dumm, aber irgendwie cool. Hä, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Was hat das für einen Sinn? Brennt jetzt diese Hütte ab? Nee, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt im Kampf bin, hier sind jetzt Gegner, dann drücke ich Start, dann stoppt das ja. Und dann könnte ich das machen und dann mache ich einmal Feuerzauber oder was. Ein bisschen komisch, ein bisschen dumm. Weil ich kann es ja jetzt auch nicht irgendwie eine Schnellleiste einwählen. Ich könnte es nur einem geben. Ne, dass ich jetzt mit meinem Steuerkreuz das... Hä, irgendwie? Weiß ich nicht. Okay. Ach, wartet mal. Guck mal, das eine Ausrufezeichen ist jetzt weg. War das das für die... Ah, ne, der da hinten ist weg. Also genau verstehe ich nicht, warum hier jetzt Ausrufezeichen sind. Warte mal, gibt es hier eine Legende? Also zeigt er mir hier an, warum? Ne, zeigt er mir nicht an. Also was das heißt? Ne. Aber ich vertiefe jetzt schon in das Spiel. Also ich merke schon, wie es mir richtig Bock macht, Sachen zu erkunden und alles. So, runter hier. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Apropos Last. Gibt es eigentlich sowas wie Last? Ich glaube, ich habe das gehört. Dass man aufpassen muss, dass man nicht zu schwer ist, weil Gesundheit, Ausdauer, Erfahrung, Gewicht 86 Kilo. Maximale Last 5... Genau, da muss man nämlich aufpassen. Die Gesamtmenge an Gewicht, die du bequem tragen kannst, beeinflusst Begünstigung und Ausdauer, also. Ja, aber wie viel habe ich denn? Ach, da links, 13 erst. Okay, also noch ist alles easy leicht, da steht ja auch leicht. Okay. Noch ist alles peasy, measy, easy. Found a material. So. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Wir müssen jetzt weiter. Oh Gott, passt das wieder nicht. Runterfallen! Jesus. Zicker. Ja, wir müssen jetzt da hin. Die hat uns ja gerade gesagt, wir müssen zum Eingang des Dorfes. Wird ja auch markiert. Also bisher noch alles einsteigerfreundlich. Viele Markierungen, dies, das, bisher. Hier so ein bisschen Flacker mit den Schatten. Was ist hey, der denn, Alter? If you have a moment to spare, I'd like a word. Zeit, as you can see, we're rebuilding. Seht, sind wir beim Wiederaufbau. Eine Aufgabe, für die wir jederzeit zu helfen kommen. Ach komm, jetzt muss ich da drei Steine oder was. Ja, excellent. You're a good sort. Warum helfe ich immer? Here's what I need from you. A Basque of Saurians has made their nest outside the village. Die Dörfler werden aufgrund ihrer Nähe langsam unruhig. Yet to cause any harm in their proximity. Ja, okay, kein Problem. I'd like to enlist your aid in driving them. I've prepared some explosive Bombenfässer? Oh mein Gott. And left them by the village entrance. Wie geil. Okay. Warte mal, als vorrangigen Auftrag. Das nehmen wir jetzt erstmal, das mit dem Nest. Was ist das denn nochmal? Begib dich in die Hauptstadt, bestätige deine Identität. Achso, nee. Das hier müssen wir jetzt erstmal machen. Worrying indeed. Let us see the explosive cast there as quickly as we know. Es ist cool, dass sie immer zu irgendwas sagen. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. I quite agree.
Ja, warte mal, jetzt labert er mich doch voll, oder nicht? Nee, du nicht. You've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the captain? Ja, werde ich. Ja, ich habe nicht mehr geantwortet. Ich bin bereit. Nein, noch nicht. Ich bin hier gerade am Gange machen. Speak with me once you've finished your preparations. Ja, das ist immer das Schlimmste. Ich war ja auch letztens, weißt du ja noch, ne, Donnerstag, Freitag krank. Samstag und den Montag war ich ja auch noch zu Hause. Bei mir war es auch 4-5 Tage. Und ja, der Hals ist immer das Schlimmste. Bei jedem Schlucken. Es fuckt so ab und es fühlt sich halt alles, ne? Hals, dann geht's so nach oben, fast bis zur Nase und runter. Es fühlt sich alles, da bist du halt krank. Und das fuckt so ab, ich kenne es. Es ist Dreck. Es ist so ein Dreck. So ein bisschen Kopfschmerzen klart man auch und alles, das fuckt auch ab. Aber Halsschmerzen sind mit nach Zahnschmerzen mit das Schlimmste. Ich fühle mit dir, mein Engel. Aber du kannst nichts machen. Das kriegt man einfach. Es gibt auch kein Mittel. Meine Mutter sagt immer, trink viel Tee. Dies Jahr mache ich, aber es bleibt immer bei 5 Tage. Selbst wenn ich nichts machen würde, würde es auch 5 Tage dauern oder so. Ja, keine Ahnung. Aber ja. Es war klar, dass du jetzt krank wirst. Wir haben einfach zu lange nicht geknutscht. So, die Echsen waren jetzt da unten, ne? Hä? Ah, da. This party is fit for adventure. Ja, wo sind diese Fässer? Ach, da hinten. Capable comrades are a boon indeed. Right you are. Kann ich die jetzt von hier werfen, oder was? What the fuck? Oh mein Gott. Wie werfe ich die denn nochmal? Ah, man sieht sogar, wo man... Oha! Tschuuu! Geil, komm noch ein. Oh, direkt tot. Ne, der eine nicht. Der eine... Alter, das ist ja eine Riesenechse, die sie stehen kann. What the fuck? Hier, du kriegst einen aufs Maul. Tot? Ey, wieso lebt der noch? Ich glaube, es hackt. Hä, die spucken irgendwas. Ey, er hat sogar getroffen. Nein, ich fall runter. Okay, wir haben ihn. Okay, das ist geil. Die sind Fässern. Krass. Das ist richtig geil. Wir nehmen Fass mit. Ab ins Wasser. Da dürfte keine Explosion kommen, oder? Okay, kommt doch eine Explosion. Hä? Was hat er denn? Ich stell dich doch gar nicht auf eine Probe. Okay, jetzt wieder zurück. Vielleicht kriegen wir jetzt was von dem Typen. Weil wir die Echsen verscheucht haben. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot. Pray, take care not to drop it in the river. Okay, ja, da recht. You must make sure your aim is true. Ja. You'll find the jars of poison. Auf einmal sind wir jetzt Giftwelt oder was? Toss one into the. Okay. Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, master. Also wieder dahin. Ah, das ist der oder was? Aber soll ich nicht näher rangehen? Muss ich den von hier werfen? Da kann ich ja nur verkacken. Wisst ihr was? Ich gehe auf safe. Ich renne da einfach hin. Oh Gott, er kann ja jetzt schon nicht mehr. Heil mich, du Lump. Oh, scheiße. Er lässt es dann fallen. Wenn die Ausdauer weg ist, muss ich aufpassen. Wieso muss ich das eigentlich nehmen? Wo habe ich diese Vasallen? Nehmt ihr das mal, ihr Hunde. Egal. Wir gehen jetzt hier richtig auf safe. Oh, die Aussage geht so schnell weg, wenn wir sowas tragen. Egal, ich mach das auf safe. You needn't trouble yourself. Easy. Wir haben Zeit. Hä? Wo ist denn jetzt das Nest? War das da? Ja.
So, und jetzt... Ja, warte mal, wir looten erstmal noch. Jetzt, wo ich das gerade sehe, wie das blinkt. Aber warte mal, wie kann ich das abstellen? Ohne, dass es kaputt geht. Okay. Bleib liegen. Nein. Okay. Bestienhaut. Und der andere. Ach, die sind ins Wasser gefallen. Tschüss. Okay, so, jetzt alle weg. Ich werfe jetzt Gift. Kommt mal ein bisschen zurück. Wir werfen das jetzt von hier runter. Falscher Knopf. Geh da weg, Junge. Nein. Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. Wir haben es geschafft. One could not have hoped for a gladder outcome. Ah, ja, aber auf safe gemacht, ne? Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, ist er das jetzt nicht? Jetzt steht er doch da auf einmal, oder nicht? Ja, you've done as I asked, I see. Vielen Dank für eure Mühe. Ich muss sagen, werfen könnt ihr. Watching you got me. Ich frage mich, ob vielleicht die Gabe besitzt mein Pferd. Ja klar, gib her. Nein, ist es nicht. In any event, aufgrund der Arbeit, die ihr gelassen sollte, ihr werdet zu vorn sein. Scheiße. Ich dachte, wie eine Fertigkeit. Warte mal. You've my gratitude for the work you've done for us this day. Schade. Geht irgendwie nicht. Make haste then. We must leave anon. Ach so. Ja okay, da ich die Aufgabe jetzt gemacht habe, können wir jetzt wieder. Good. Then let us be on our way. Müssen wir dem jetzt folgen, oder was? Okay. Dann mal los. Gucken, ob gleich noch ein paar Kämpfe kommen. Wo sind meine Vasallen? Okay, alle am Start. Wir sind eine gute Truppe. Ey, da brennt irgendwas. Wieder ein paar Goblins. Also mir fehlt trotzdem so ein Ausweichknopf, muss ich sagen, immer noch. Es sind ja wohl genug Leute hier, ne, die platt machen. What the fuck, sie schießen mit dem Bogen, Alter. Ich loote immer schön. Mach das schon. Wieder aufgestiegen. Und zack. We trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Kein Problem, da sind wieder welche. So, warte mal, jetzt machen wir hier mal... Tis a glad thing you rested when... Himmelsschief! We must not let down our goal. Mein Gott, Papa. I shan't allow any further harm. Ja, heil mich. Sehr gut. Seil. You must stay clear of fire. Und Power-Attacke! Oh, sogar eine Truhe. Da nutzt es doch mal zu tun. Mal weg da. Ah, guck mal, jetzt sind wir ein bisschen schwerer. Jetzt sind wir schon auf Mittel. Das heißt, wir müssen mal diesen ganzen Stuff. Warte mal. Jetzt mach ich gleich mal einen Trick. No harm in digging a few. Trick 75. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Abbrechen, geh weg. Wir sind voll. Jetzt wollte ich immer was gucken. Was ist, wenn ich jetzt... Also, wir sind jetzt voll. Also, wir sind nicht voll, aber wir sind jetzt schwerer. Guck mal hier, die anderen sind noch sehr leicht, sehr leicht, sehr leicht. Was ist, wenn ich jetzt alles einfach weggebe? An Bruder Jakob. Ein Gebräu. Ja, das könnte man natürlich erstmal behalten. Ah, jetzt bin ich wieder auf leicht. Na gut, ein paar Sachen will ich natürlich auch behalten, aber zum Beispiel Kupfererz. Das brauchen wir ja nur, wenn wir dann... Das kann ich ja von ihnen dann wieder nehmen, oder nicht? Alle, weg. Das kann ich ja dann immer wieder von ihnen nehmen, ne? Auch Bestienhaut und so. Das kann ich doch immer wieder... Dann ist er zwar ein bisschen unbalanceder. Ein bisschen schwerer. Aber so viel habe ich ja auch gar nicht, ne? Ein paar Früchte und so. Das kann ich erstmal so lassen. Jetzt bin ich wieder leicht auf jeden Fall. So. Okay. Und dann, warte, ich teste es jetzt nochmal. Ich kann es dann von ihm ganz normal... Ne, ich könnte jetzt hier wieder 8-mal Dings... Ja, okay. Geht. Gut. Das ist gut. Weiß eigentlich, wenn die sterben? Können die eigentlich sterben? Weiß ich nicht. The Arisen is the lawful ruler of Vermund.
So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders. Hey, they are not going. Himmelshieb! Oh nein, wir haben wieder diese Schwächung. Weg. Ja, du Dreckvieh. Hör auf mich zu schwächen. Boah, gut getroffen. Zack. Okay, geil. Hä? Achso, er schläft. Wir müssen ihn aufwecken. Die schlafen alle von diesem... Okay. Was wollte ich gerade sagen? Ja, keine Ahnung. An obstacle blocks our way. Ein Hindernis für mich. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed. Ach so, wir müssen hier durch. You can count upon my aim. I would gladly be evaderism. Oh, okay. Scheiß kaputt hier. Ja, aber warte mal, da lang müssen wir gar nicht, ne? Wir müssen ihnen eigentlich folgen. Hä, aber hier ist ein Dungeon oder so. Kann man das jetzt machen? Oder ist er dann sauer da, wenn wir jetzt nicht mit ihm mitgehen? Hä, ich würde das gerne machen. Ne, es ist gar kein Dungeon. Hä, warte mal, kommen You're die anderen jetzt hinterher? Nee. You like for my Doch, pack, Master. Hä? I'd gladly see you put what I find to good use. Ich könnte gerne aus meinem Gepäck. Ja, ne, ist einfach nur ein anderer Weg, aber gut, wir müssen ja ihm hinterher. Oder ist das jetzt einfach nur, wäre das jetzt eine Abkürzung gewesen? Na egal, wir müssen ja ihm hinterher. Wir gehen mal der Quest so hinterher. Ach, da sind wir ja schon. Hold here a moment. Wartet ihr, ich shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the sovereign's ascension has done little to stop such charlatans. Ah, okay, jetzt warten wir mal kurz. Genau, ganz am Anfang haben wir doch gesehen, wie einer auf den Thron, der Souveräne, der Erwecker, und dann ist er ja irgendwie, aber waren wir das? Und die denken jetzt immer noch, dass wir jetzt auch ein Betrüger sind, aber wir sind es ja wirklich. It is uncertain. This one commands the loyalty of the... What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. Also hier gibt's jetzt doch schon einen. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however... Okay. All's been arranged. Come, let us part. Yep. Hä? So ein Zelt oder was? Hä? So ein Riesentor? Ich dachte, hier ist es so eine Riesenstadt oder so. An Oxcart was meant to meet us. Yet, it is nowhere in sight. Ought may have befallen it. Ach so, ist das nur so ein Vorort oder was jetzt? Lagerstätte. Hey, eine Truhe. Können wir die plündern? I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ja, wir sollen ihnen einfach folgen. Ey, da ist noch ein... Ey! Also das ist auch nicht schlimm, wenn man das jetzt hier sneakt, ne? Also... Lampenöl, oh Gold, immer gut. Stabilitätsextrakt. Hä, er macht das auf?
Herr der Blitze, okay. Die machen also auch was auf. Aber das hat er jetzt genommen, ne? Oder? Wo müssen wir denn lang jetzt hier? Ah, hier ist, was ist das denn hier? Vergessene Riftsteine. Ah, wir können die wieder herstellen. Okay. Was ging jetzt hier nochmal? Ich muss jetzt mal gucken, was das nochmal war, wenn ich da reingehe. Allgemeine Information. Also das sind die ganzen... Ja, nee, okay. Weg hier. Alles gut. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal einen Cut, damit die Dinger nicht immer so lang werden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gezockt habe. Aber ich werde jetzt hier das Video einmal stoppen. Wie ging das nochmal mit Speichern? Und dann diesen Part wieder hochladen. Heute auf den nächsten Part, wir spielen direkt weiter. Dragon's Dogma 2 bisher. Top. Also ich liebe sowas. Mich fesselt's. Ich hab Bock drauf. Mir macht's richtig Spaß. Haut rein.